Moin Leute und willkommen zurück bei Minecraft 360. Wie der Titel des Videos schon sagt, gab es das erste Update auf Minecraft 1.73. Also das heißt, das Spiel ist jetzt auf dem Stand der Beta 1.73 und es hat sich, na, so ein paar Kleinigkeiten haben sich geändert. Und da wollen wir halt einfach mal schauen. Ja, ihr findet euch ja als erstes immer im Menü wieder, ist ja klar. Und die ersten Neuerungen findet ihr eigentlich in den Optionen, wie zum Beispiel Gamertags auf geteilten Bildschirmen, auf Karten sichtbar und so weiter. Also viel, viel Neues. Quick-Infos könnt ihr ausblenden. Tipps könnt ihr ausblenden und so weiter und so fort. Ihr könnt ein Intervall für automatisches Speichern einstellen, also das wird jetzt unterstützt. Audio ist noch gleich geblieben, Steuerung hat sich geändert, da habt ihr die Spielempfindlichkeit und die Menüempfindlichkeit. Und bei Grafik könnt ihr die Oberflächenundurchsichtigkeit einstellen. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal 60. Ja, wunderbar. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal raus. Interessant ist auch für diejenigen, die es noch gar nicht gemerkt haben, hier könnt ihr eure Auszeichnungen, die ihr innerhalb des Spieles bekommen habt, noch einmal neu freischalten, falls ihr diese nicht mehr auf der Xbox habt. So, wir gehen auf Spielen. Gehen mal in meine Let's-Test-Welt, die habe ich schon ein bisschen länger. Machen mal Online-Spiel. Ohne Einladung. Gut. Ja, es gibt wie gesagt so einige Neuerungen. Ich werde mal eben schauen. Ich habe hier nebenbei meinen Webbrowser geöffnet. Ach cool. Das Menü unten könnt ihr halt ein bisschen durchsichtiger machen. So, ich muss mal ganz kurz gucken, was die geplanten Änderungen sind. Beziehungsweise die Änderungen, die wir jetzt vorfinden werden. Weil man hat ja nun auch nicht alles im Kopf. Also, Autosave ist aktiviert, dann kann man halt die Empfindlichkeit einstellen für alles Mögliche. Und, ach, ich weiß nicht, ob das vorher schon genauso war. Jetzt bekommt ihr hier alles Mögliche angezeigt. Ihr könnt euren Gamertag anzeigen lassen im Splitscreen und so weiter. Ihr könnt die Tipps deaktivieren, die euch manchmal angezeigt werden. Ihr könnt, Moment, das will ich mal eben kurz ausprobieren. Genau, und ihr habt Koordinaten auf eurer Karte. Das ist immer eine schöne Sache, weil hier gibt es ja die Taste F3 nicht. Und, dafür ist die Karte halt wunderbar geeignet. Wir sind jetzt hier irgendwo im Süden. Ich gehe mal Richtung Norden zurück. Ist aber schon eine geile Sache. Und das Allerwichtigste. Es gibt jetzt, glaube ich, Scheren. Werden wir gleich mal ausprobieren. Die Grafik ist definitiv gut. Es läuft sehr flüssig. Und Bugs sind eigentlich auch nicht so viele vorhanden. Halt meistens nur die sowieso in der Version vorhanden waren, die man spielt. 1.73 war eigentlich eine recht saubere Version. Aber wir gehen mal schauen. Swiss Saturn möchte, dass Freunde Minecraft spielen. Ich bin ja gespannt, ob irgendeiner meiner Zuschauer auftaucht. Ich finde das ja immer sehr lustig, da die Freunde, die Spielanfragen zu bekommen. Übrigens möchte ich dazu mal eins sagen, wenn ihr mir schon Freundesanfragen schickt, hier in Minecraft, hier auf der Xbox, dann möchte ich bitte auch, dass ihr mir sagt, wer ihr seid und woher ich euch kenne. Denn sonst wird die Anfrage sofort abgelehnt. Weil ich spiele natürlich nicht mit Leuten, die ich nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, ja, was wollen die eigentlich mit mir spielen? Ne? Bei einigen ist es ersichtlich, dass sie Minecraft spielen wollen, aber ich weiß dann oft nicht, woher sie kommen und was für Absichten sie haben. Ja, supi, es ist Nacht. Es ist auch ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dafür ist die Nacht ja da, dass man weniger sieht.
Gut. Und wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ach, ist auch eine schöne Sache. Gebrauch. Moment, ich muss mal eben den Ton auf meinen Ohren leiser machen. Ich glaube, der pausiert das Spiel gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. So, Spiel fortsetzen. Ja, ihr habt ja hier euer Inventar, euer Crafting-Menü. Ach, guck mal an. Sind wir schon da? Das erinnert mich echt an alte Zeiten. Ja, das hat ein anderer Spieler gebaut, der Assassine SWT. Nein. Bleib mal weg hier. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Hause ins Haus. Ich möchte nämlich mal eins ausprobieren. Wenn das nämlich geht, ist das der Hammer. So, das ist auch ein beliebter Bug. Der war bis zur 1.8.1 war der, glaube ich, vorhanden. Du wirst nämlich aus dem Schlaf gerissen. Wenn die Räume hoch genug sind. Das hat nichts mit der Dunkelheit zu tun. Es ist da hinten hell genug. Mehr als hell genug. Und deswegen sollte das nicht das Problem sein. So, wir futtern jetzt erstmal etwas. Ich würde gerne das Menü würde ich gerne mit dem Steuerkreuz bedienen. Ach so, das geht ja. So, okay. Dann werden wir erstmal was futtern. Das sollte erstmal reichen. Ach, guck mal einer an. Hier haben wir noch Gold. Da oben haben wir Eisen. Supi. Da möchte ich mal was ausprobieren. Und zwar gehen wir dafür zur Werkbank und schauen einmal bei Werkzeugen. Gibt es jetzt eine Schere? Schade, leider nicht. Weil eigentlich hieß es, es soll die Schere geben. Das ist ja doch ärgerlich. Dann geht das ja gar nicht. Dann kann ich ja gar keine Schere basteln. Schade, schade, schade. Okay. Einen Bogen habe ich dabei? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken mal eben hier rein. Wir haben hier eine Angel drin. Die packen wir mal darüber. Haben wir eigentlich Feuersteine dabei? Ich weiß es gar nicht. Hier haben wir einen. Oh, Diamanten haben wir auch schon, genau. Faden packen wir mal rüber. Ja, eigentlich sehr interessant, dass schon so vieles möglich ist in Minecraft. Wie gesagt, die Welt ist leider immer noch nur 1024 mal 1024 Blöcke groß in jede Richtung. Natürlich auch nach oben, das habe ich jetzt ganz vergessen. Aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Ich finde, das Spiel lohnt sich trotzdem. Und vielleicht ändert sich das ja irgendwann. So, okay. Ah, so kann ich Pfeile verschießen. Mit der LT-Taste. Ja, wir können ja mal gucken. Es wurde eine Warnung hinzugefügt, wenn man versucht, Lava im Spawn-Bereich zu platzieren. Ja, also es sind einige kleine Änderungen sind auf jeden Fall dabei. Und hauptsächlich Bugfixes, würde ich sagen. Das sind die hauptsächlichen Änderungen. Es spielt sich eigentlich sehr, sehr flüssig. Und ich finde, es läuft wesentlich besser als auf dem PC. Weil die meisten, die haben ja
einen PC der älteren Generation, würde ich sagen. Und da ist das dann immer so ein bisschen problematisch, das flüssig zu spielen. Ach, guck mal einer an. Spielerbild freigeschaltet. Du hast ein Spielerbild mit einem Creeper gewonnen. Tolle Sache. Swiss Saturn ist dem Spiel beigetreten. Oh mein Gott. Wo finde ich den jetzt? Auf der Karte? Ja. Oh mein Gott. Muss ich mal eben kurz schauen. Ist ja sehr schön, dass da jemand versucht mitzumachen. Kann ich den eigentlich abschießen? Geht das? Hier. Na, verstecken kann ich mich auf jeden Fall nicht. So sieht das also aus, wenn ein Spieler beigetreten ist. Ja. Lustige Sache. Also, wie gesagt, so ein Online-Spiel ist da manchmal auch ganz gut. Macht auch Spaß. Allerdings kann ich jetzt nicht mit ihm quatschen, da ich kein Headset aufhabe für die Xbox. Und deswegen ist das eher so ein bisschen ungünstig. Was würde ich denn jetzt machen? Keine Ahnung, was ich jetzt machen will. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Warte mal. Können ja mal hier eine Axt raushauen. Nee. Ach doch, können wir machen hier. Schau dich um. Nimm die Axt. Los! Nimm sie. Danke. Ja, bin ja mal gespannt, ob er das Video dann auch schaut. Okay. Ich brauche Holz. Holz brauche ich den ganzen Tag, weil ich das Holz so mag. So, okay. Ich würde mich ja gerne mal umschauen. Ja, wie gesagt, die Welt ist zwar nicht sehr groß, es reicht aber definitiv, um so ein bisschen was zu bauen. So und so und so und so und so. Ja. Schöne Sache. Ich treffe mich. Da hinten sind Schafe. Also man kann die Schafe definitiv nicht scheren, weil man hat ja nun auch keine Möglichkeit, irgendwie manuell irgendwas zu craften. Ach, schöne Sache. Ich würde sagen, ich gebe ihm mal ein Schwert. Ja. Ah! Shit. Shit. Macht auf jeden Fall Spaß, gemeinsam zu erkunden und sowas. Das gibt dem Ganzen nochmal ein ganz anderes Feeling als auf normalen Minecraft-Servern auf dem PC. Finde ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen besser. Also wenn man etwas erkunden will, gemeinsam, dann ist das mit 2 bis 8 Spielern ist das schon wesentlich besser, als wenn man das auf einem großen Server macht, wo dann teilweise bis zu 200, 300, 400 oder sogar 1000 Spieler drauf sind. Ja. Würde ich sagen.
Okay, ja, was gibt es noch großartig? Redstone habe ich noch nicht so viel. Diamanten habe ich, wie gesagt, auch noch nicht so viel. Im Nether war ich noch gar. Oh. Cool. Dann machen wir es mal einfach. Dann gehen wir... Ja, kommst du auch wieder raus? Ist ja schon eine geile Sache. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß wer einen größeren Handlungsspielraum haben will und mehr Möglichkeiten, der sollte die PC-Version spielen. Ansonsten ist die Xbox-Version ausnahmslos zu empfehlen. Wie war anders? Achso. Ist ja cool, der will das gar nicht. Ach, ist das geil. Ja, schön. Haben wir auch unseren ersten Spieler gehabt, der uns besucht. Ja, schöne Sache. Klasse. So, ich gucke nochmal auf die Karte. Also hier kann man sich auch definitiv nicht verlaufen, selbst wenn man die Karte nicht hat. Das Gebiet ist eigentlich so klein, dass man sich relativ schnell orientieren kann, wo man hin muss. Okay, schöne Sache. Autospeichern des Levels wird vorbereitet. Ach du Scheiße. Kenne ich ja gar nicht. Nicht alle Schweden sind blond. Manche wie Jens von Mojang haben sogar rote Haare. Ja, das stimmt. Es gibt sogar welche, die haben gar keine Haare. Das nennt sich dann Glatze. Aber das habe ich nur so gehört. Soll so ein Gerücht sein. Ja, wunderbar. Das mit dem Anpflanzen funktioniert auch wunderbar. Aber leider ist es halt noch ein wenig buggy. Buggy insofern, dass die Bugs der alten Versionen hier teilweise noch nicht behoben sind. Das heißt, man kann noch nicht ohne Bedenken darüber laufen, über das Saatgut zum Beispiel. Weil ganz einfach diese Version an früheren PC-Beta-Versionen sich orientiert. Ja, wie funktioniert das eigentlich mit dem Kuchen? Ah, ich habe noch nie einen Kuchen in Minecraft gegessen. So geht das also mit der linken Maustaste. Mit der rechten Maustaste bzw. dem linken Trigger, also LT. Ja, schöne Sache. Also wie gesagt, ihr könnt auch gerne Leute ins Spiel einladen, das funktioniert auch. Ich weiß nicht auf welche Art und Weise, keine Ahnung. Ja, Erfolge habt ihr hier natürlich auch. Das sind eine ganze Menge eigentlich für ein Arcade-Spiel. Beziehungsweise das sind eine ganze Menge Gamerscore, die man erreichen kann. Nether-Portal kann man herstellen. Wir können ja eigentlich mal gucken, haben wir genug Diamanten für eine Spitzhacke? Nein, haben wir natürlich nicht. Können ja einmal runtergehen in den Untergrund. Ja, gut. Dann nehmen wir am besten unser Zeug mal mit. So, dann würde ich sagen, das packen wir hier hin. Eine Eisenhose packen wir hier hin. Eisenstiefel. Ja, den Eisenhelm können wir hier lassen. Faden, Feder, Pflasterstein. Das ganze Holz können wir eigentlich auch hier lassen. Erstmal Leder, Kohle nehmen wir mal mit. Ei packen wir weg. Packen wir auch die Samen weg. Ich will ja mal in den Untergrund gucken, deswegen mache ich das. Dass ich das alles mitnehme, beziehungsweise rauspacke teilweise.
So, okay. Dann schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir ja wirklich ein paar Diamanten oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich lang muss. Hier scheint falsch zu sein. Ja. Ich habe auf jeden Fall mal auf leicht gestellt, weil das ist wirklich mal so ein bisschen nötig. So, und weiter geht's. Da geht es hoch. Das tat ein wenig weh, aber nicht doll. Ja, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Ich finde mich hier überhaupt nicht zurecht auf meiner eigenen Karte. Halt. Ich muss da ganz kurz was machen. Ja, auf jeden Fall schöne Sache, dass das Spielerlebnis eigentlich dem auf dem PC sehr, sehr ähnlich ist. Durch diese nahtlose Steuerung und sowas. Also es funktioniert eigentlich alles sehr super. Das Einzige, was so ein bisschen zu bemängeln ist, dass hier die Creeper hinter mir explodieren. Ja. Das tun sie aber am PC auch. So, okay. Da oben würde ich ein bisschen aufpassen. Ein bisschen. Scheiße, ein Zombie. Also aufnehmen, also fürs Aufnehmen sollte man echt ohne Monster spielen. Denn ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode, da ich die Sounds erst wesentlich später höre und auf dem PC das Bild auch wesentlich später sehen würde, wenn ich auf dem PC gucken würde. Wenigstens nicht so eine große Angst haben. Eine Hungerleiste gibt es wie gesagt noch nicht. Die könnte aber mit dem nächsten Update kommen. Möglicherweise. Man weiß es ja nicht. Das nächste Update ist auch die Version 1.8.2. Also eine verbesserte Version der Beta 1.8.1 vom letzten Jahr. Kam ja im September letzten Jahres für den PC. Und da sind ja schon so einige Features drin, wie die Enderman und so weiter. Die gibt es hier, wie gesagt, auch noch nicht. Finde ich auch ganz gut, dass es die noch nicht gibt, weil da sind nämlich recht nervige Gesellen und gerade auf Konsolen ist es immer so ein bisschen schwierig, schnell zu reagieren. Auf dem PC ist das hingegen sehr einfach, da man da Tastatur und Maus zur Verfügung hat und das Ganze ohne Probleme steuern kann. Und natürlich dementsprechend auch sehr schnell handeln kann. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Dort finden wir wieder ein bisschen Redstone. Vielleicht finden wir ja sogar Diamanten. Wer weiß. Ist eine schöne Sache. Dauert natürlich alles ein bisschen. Wir können auch leider kein Obsidian abbauen. Das ist ein bisschen blöd, ich weiß. Weil sonst könnten wir ja mal in den Nether gehen. Übrigens soll mit dem nächsten Update auch der Creative-Modus Einzug halten. Worüber ich mich persönlich auch sehr freue, weil in dem Creative-Modus kann man natürlich auch so einiges machen, was im Survival-Modus nicht geht. Okay. Ups. Ich drücke immer die falsche Taste.
Man kann die Tastenbelegung natürlich beliebig festlegen. Oder zumindest fast beliebig, das weiß ich gar nicht so genau. Inwiefern das alles geht. Ja, schöne Sache. So, so, so. Gut. Unsere schöne Eisenspitzhacke, die uns einige treue Dienste leisten wird. Die meisten laufen auch hauptsächlich mit Eisenspitzhacken rum, weil Diamanten sind ja nun leider nicht so häufig. Ich habe Angst. Aber wir werden diese Angst überwinden und dann werden wir das Ganze hier problemlos meistern. Wunderbar. So. Ruckzuck hat man hier das alles ein bisschen ausgetrickst. Wir befinden uns auf Höhe 30. Halt! Das ist meine. Bringen hier mal zwei Fackeln an. Hier bringen wir auch noch mal eine Fackel an. Wir sollten uns ja nicht unnötig in Gefahr begeben. Ja, sprinten. Sprinten geht, wie gesagt, auch noch nicht. Aber das dürften viele von euch ja auch wissen aus den PC-Versionen. Da kam das ja auch erst sehr spät mit dem Sprinten. Okay. Allerdings werden es viele auch einfacher haben als in der PC-Version, als in der heutigen PC-Version, weil einfach die Intelligenz der Monster noch nicht gegeben ist und guck mal einer an. Und so die Monster noch willkürlich in Abgründe oder in Lava laufen. Hat aber allerdings auch zur Folge, dass Monster teilweise willkürlich auf euch draufspringen und ihr so natürlich öfter mal einen Creeper über euch habt. Ach, hier waren wir auch schon. Toll. Wunderbar. Ja, was dann manchmal natürlich heißt, dass ihr dann, gerade wenn ihr dann nur noch wenig Energie habt, seid ihr dann auch ruckzuck mal im Nirvana verschwunden. Weil dann zum Beispiel ein Creeper auf euren Kopf fällt und explodiert. Ja, schöne Sache. Kann ich nur jedem empfehlen, mal von einem Creeper gesprengt zu werden. So, was haben wir hier? Ach, hier waren wir ja schon. Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn noch nicht? Ach, guck mal, ein Skelett. Ja, es ist leider so, dass die irgendwie hier überall spawnen. Es ist denen völlig scheißegal, ob denen das zu dunkel ist oder nicht. Es
Finde ich allerdings noch so ein bisschen blöd. Ah, hallo. Hallo, hallo, hallo. Du darfst mal sterben. So, wir nehmen uns mal zwei Brote. Okay. Und dann gehen wir mal weiter runter. Genau, hier war ich zum Beispiel schon mal. Ich höre Pfeile. Ich sehe auch ein Skelett. Ja, ach, guck mal einer an. Hier haben wir ein Lavabecken. Ich höre allerdings auch etwas Planschen. Dennoch coole Sache, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wesentlich uncooler ist es dann, wenn man dann irgendwo in Lava fällt oder dann mal eben gesprengt wird oder was weiß ich, was noch alles passieren kann. Also wie gesagt, ihr habt auf jeden Fall eine sehr präzise Steuerung, die könnt ihr sehr präzise einstellen, auch von der Empfindlichkeit her. Allerdings dauert es dann natürlich auch dementsprechend länger. Ei, das Autospeichern ist ja teilweise echt schon nervig. Allerdings dauert das auch dementsprechend länger, bis ihr irgendwo am Ziel angelangt seid. Zum Beispiel hier, wo man ein wenig Stein platzieren will, um dann hier ohne Probleme rüberzukommen. Und dann muss man halt auch dementsprechend aufpassen. Da man halt nicht ganz so schnell reagieren kann wie am PC. So. Ich würde sagen, wir gehen hier mal rüber. Es gibt hier auch noch keine NPCs, keine NPC-Dörfer. Dementsprechend. Und eigentlich auch. Keine Möglichkeit, irgendwie auf Dorfbewohner zu treffen, weil es die ja halt noch nicht gibt. Andere Sache ist, es gibt auch das Ende noch nicht. Das heißt, dementsprechend gibt es auch noch keine Enderdrachen, keine Enderman, nix. Der Enderdrache wurde ja sowieso erst mit dem Ende zusammen eingeführt, kurz danach. Ja. Eins ist schon mal sicher, wir werden hier nie wieder lebend rauskommen. Da kommen wir auf jeden Fall zurück. Ach, guck mal, da schleicht sich wieder ein Zombie an. Und das nächste, was uns erwischt, ist dann mit Sicherheit ein Creeper. Ein Creeper. So, okay. Ich weiß, ich übersehe hier allerhand, aber ich will euch auch nur mal so ein bisschen rumführen. So könnte ja schließlich auch eure Welt aussehen. So.
Hallo Creepy, mein Freund und Kupferstecher. Mensch, fall mal in die Lava. Schöne Sache. Tot. Ja, das passiert Gott sei Dank auch noch. Das hat sich noch nicht geändert. Ja, schöne Sache, cool. Finde ich echt geil, das Spiel. Also es lohnt sich definitiv, sich das für 1600 Points zu kaufen. Ansonsten kann man das auch über PayPal probieren. Ich möchte gerne die Karte haben. Höhe 17. Und ich höre, hier planscht schon wieder irgendetwas herum. Keine Diamanten, nix. Schade. Ja, Mods gibt es hierfür noch nicht. Und wenn, dann werden die sowieso nur als DLC kommen, als Download-Content und nicht so, wie man das von Minecraft kennt auf dem PC. Wie man das von der PC-Version kennt. So, okay. Können wir ja hier nochmal runtergehen. Oh, und schon wieder ein Skelett. Mensch, ist das nicht geil. Coole Sache. Okay. Hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Immer alles zugebaut. Ganz bewusst. Wir sind auf Höhe 19. Ja, ich kann mich erinnern, hier waren auch einige Diamanten. Genau, und hier war ganz viel Wasser. Ach, hier war der Lavasee mit dem vielen Obsidian drumherum. Genau. Ach, schön. Super. Wir können uns mal wieder ein wenig nach oben begeben. Vielleicht kommen wir ja sogar lebend oben an. Ich weiß es nicht. Wie das für uns vorgesehen ist. Ob wir nun jetzt elendig verrecken werden. Oder ob wir das Ganze sogar überleben. Man weiß es ja nicht. Es kann ja immer von oben ein Creeper herunterfallen. Oder etwas anderes. Ich höre schon wieder Schritte. Ach, guck mal einer an. Da geht es nach oben. Und schon sind wir bald wieder an der Oberfläche. Coole Sache. Ich würde sagen, wir gehen definitiv mal hier lang.
Ja, so habt ihr ja mal einiges aus meiner Welt gesehen. Also ich bin auch noch nicht sehr weit, weil wie gesagt, wenn man wirklich effizient Minecraft spielen will, dann sollte man sich die PC-Version holen. Wenn man aber nur so das for fun mal zwischendurch spielen will, dann kann man sich ruhigen Gewissens die Xbox-Version holen. Na los! Stirb. Okay. Haben wir geschafft. Wir gehen jetzt wieder an die Oberfläche zurück. Und landen in einer Gegend mit vielen Bäumen. Wo es auch schon wieder Nacht wird. Ich habe das gerade gesehen, der Himmel wurde gerade schon wieder dunkler, habe ich das Gefühl. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall geiles Spiel. Die Kantenglättung ist super. Das hast du ja auf dem PC von Haus aus nicht. Wenn du es nicht einstellst in deinem Grafiktreiber. Und deswegen ist das Spiel auch schon einmal super. Ja, ich würde sagen, das war's für diese erneute Präsentation. Und wir haben auf jeden Fall einiges dazugelernt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in der 360 Edition, wenn das nächste Update kommt. Ich habe ja nun leider gedacht, dass es in diesem Update eine Schere geben wird, wie in Minecraft 1.73. Aber leider ist das nicht der Fall. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Kolben? Also Pistons? Nein, es gibt noch keine Pistons. Also große Redstone-Mechanismen kann man eigentlich noch vergessen. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Tschüssi!